Liebe Gäste, Marcel, ich bin am Spirit World Vormieter. Los geht's! Unerwartete Begegnung durch Verhalten. Aber verlasst die Brücke mit Cornell Blake. Das war Trophäe. Oder Beschreibung für Trophäe. Also, Frau Walker, Sie sind sehr still. Ich hätte gedacht, Sie hätten Fragen an mich, nicht? Colin Black. Oh ja, Colin Black, oder okay. Ich habe gelesen, dass Sie Ihr Prestige als Künstlerin genutzt haben, um die braunen Schatten auszuspionieren, vor und während des Krieges. Wie heißen Sie denn nun? Junta Steinhoff oder Colonel Blake? Mein Name ist Janet Blake, Frau Walker. Kein Name, dem die braunen Schatten Vertrauen entgegengebracht hätten, wie Sie sicher verstehen. Also nahm ich den Mädchennamen meiner Mutter an. Meine Eltern waren österreichische Diplomaten, müssen Sie wissen. Okay. Also waren Sie eine Art Doppelagentin? Bei Ihnen klingt das romantischer, als es in Wirklichkeit war. Aber ja, so könnte man es wohl nennen. Der Gasthof. Sie haben den Gasthof erwähnt. Sind Sie etwa der andere Gast? In der Tat, Frau Walker. Es war Frau Wagner, die mir von Ihnen erzählt hat. Als sie sagte, sie suchen nach Dana, wusste ich, dass ich mit ihnen reden muss. Okay, Frau hier. Wagner sagte mir, ich solle in der Akademie anrufen. Das tat ich dann auch. Dort schickte mich der Rektor dann wiederum zur Brücke der Nebel. Und so kam es, dass ich hier entlang spazierte und nach einer geheimnisvollen Amerikanerin mit einem Gemälde fragte. Okay. Haben Sie neue Informationen über Dana für mich? Das könnte gut sein, Frau Walker. Aber wie wäre es, wenn Sie mir zuerst berichten, was Ihre kleinen Ermittlungen über Dana ergeben haben? Da ging ins Sanatorium, zu Punkt kommen. Ja, man kann jetzt Leon musste fliehen. Ich weiß, dass Dana sehr besorgt war, weil Leon fliehen musste. Nach dem Tod eines Wissenschaftlers. Herr Berger. Nur zu verständlich. Wie hätte er den Winter alleine im Gebirge in einem fremden Land überleben sollen? Ja, allerdings. Das ist genau die richtige Frage, Frau Walker. Diese Expedition zum Ursprung in Baltaja. Eine einzige Katastrophe war das. Okay, so mehr? Nicht? Okay, dann die Haut danach ging ins Sanatorium. Ich habe heute herausgefunden, dass Dana in dem Sommer schwanger wurde, in 37. Leon war der Vater. Also beschlossen ihre Eltern, sie in einem Sanatorium zu verstecken, außerhalb der Stadt. Ich nehme an, das hat sie vor der Pogromnacht der braunen Schatten gerettet. Im Wagen. Da haben Sie recht. Ihre Eltern allerdings. Ja, ich weiß, dass sie umkamen. Arme Schweine. Verzeihen Sie den Ausdruck. Das ist alles, was ich weiß. Können Sie mir sagen, was mit Dana passiert ist, nachdem sie für die Geburt im Sanatorium war? Ich muss gestehen, Miss Walker, ich hatte befürchtet, dass Sie einige der schmerzhaften Details hier übersehen würden, was eindeutig der Fall ist. Was meinen Sie? Ich denke, es ist das Beste, wenn wir bis zur Endstation in dieser Bahn sitzen bleiben. Ich weiß, das ist eine seltsame Bitte, aber Sie müssen das wirklich selbst sehen. Also bis dahin empfehle ich Ihnen, aus dem Fenster zu blicken. Glauben Sie mir, das lohnt sich. Okay. Ich kann sie die Tochter sehen, kann das sein? Also das Baby näher.
Oder von der Baby-Tochter Art und Weise. Wäre ja möglich, wäre 100 Jahre, wäre 30 Jahre, kommt das beherren. Okay, jetzt geht es ins Wasser, oh, ist aber auch cool. Ah, wie geht es denn? Ah, das ist ja logisch, ja. Tut mir leid, Miss Walker. Aber sie auf der Brücke zu verfolgen war anstrengender, als ich dachte. Schon in Ordnung. Ich kann warten. Ach, Unsinn. Ich weiß, wie sehr Sie darauf brennen, etwas über Dana zu erfahren. Also gehen Sie vor. Ich treffe Sie in Abschnitt O8. Dort hole ich Sie ein. Was? Abschnitt O8? Ja, beharren, gehen. Beharren, mo. Können Sie mir nicht einfach sagen, was wir hier machen? Ich weiß, es wird grausam, dass ich in Rätseln spreche. Und so geheimnistourisch bin wie eine verfluchte Wahrsagerin. Aber ich sage Ihnen, Sie müssen es selbst sehen. Na gut. Und vergessen Sie nicht, Abschnitt O8. Suchen Sie den, dort treffe ich Sie. Okay. Hier ist es eisig kalt. Okay, die großen Schwäne von Wagen sind nicht mehr das unsterbliche Symbol unserer Stadt. Sie sind wendig verletzliche Wesen. Bitte füttern Sie die nicht falsches und ungeeignetes Futter, Krankheit und Tod der Tiere fühlen. Okay. Das ist nicht so. Okay, ich hab die Tür nicht. Wie bringe ich mich nur immer wieder in so ein Schlamassel? Abstell. Ach, nicht. Diese Ruinen, die sehen aus, als wären sie aus dem Mittelalter oder so. Ganz schön unheimlich hier. Keine Angst, Kate Walker. Die Sonne geht unter und Sie sind allein an einem abgelegenen, verfallenen Ort. Statistisch gesehen ist es höchst unwahrscheinlich, dass Sie hier jemanden treffen. Egal, ob gut oder böse. Danke, Oscar, aber bitte tun Sie mir den Gefallen und hören Sie auf, mich zu trösten, ja? Wie Sie wünschen, Kate Walker. Ui, das ist mal pixelfertig.
Ah, ist ein Friedhof, ne? Düster. Ah, sie hat verstorben. Also ja, mir ist es schon ein älter, ja. Grab von ihr. Das ist Kate Walker. Das hier ist... Es ist ein Friedhof, Oscar. Ich glaube, Danas... Oh mein Gott, sie muss... Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, Kate Walker. Sie sollten den Ort finden, den Colonel Blake erwähnte. Abschnitt O8. Ja, ich... Okay, gehen wir. Oh mein Gott. Ein Friedhof. Oh mein Gott. Da komme ich unmöglich durch. Ich muss einen Weg drumherum finden. Abschnitt B. Dieser Friedhof ist wie ein Irrgarten. Und er ist entsetzlich heruntergekommen. Wenn Sie möchten, Kate Walker, können Sie mich vor der Friedhofskarte zurücklassen. Abschnitt F. Hier ist es nicht. Ich muss woanders lang. Unmöglich zu lesen. Muss suchen. Hat die da mal suchen. Die haben die Totengräber wohl vergessen. Das wirkt so alt. Dieser Ort muss Jahrhunderte alt sein. Ich erkenne einige der Namen hier. Sehr interessant. Aber ich sollte mich wieder ans Werk machen. Abschnitt P. Halt. Wenn sie ihn festgehangen, irgendwie. P. Ist das? Abschnitt M. Unleserlich. Unmöglich, hier durchzukommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Abschnitt K. Abschnitt G. Darin bewahren die Totengräber wohl ihre Werkzeuge auf. Dazu braucht man einen Schlüssel. Wirkt aber nicht sehr stabil.
Abschnitt G. Ich sehe nichts. Die Inschrift ist verblasst. Oh, hier ist es nicht. Ich muss woanders lang. Ah, das darf man. Unmöglich, hier durchzukommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Und der Ruhe. Abschnitt O. Das ist er. Ist da? Hab O finden. Anna Rosa. 1938. Nun, an einem besseren Ort. Ja, jetzt ist es nicht geschafft. Oh nein. Ja, man kann sich fragen, was ist passiert? Was ist passiert? Im Sanatorium hatte sich Danas Gesundheitszustand verschlechtert. Ihre Hustenanfälle, die Schwangerschaft und der ganze Stress durch Leon und seine Flucht weit draußen in Baltajar. Es war einfach zu viel für sie. Oh nein. Die Ärzte mussten sie für die Geburt unter Narkose setzen. Es gab Komplikationen. Und als sie aufwachte, ihre Eltern überbrachten ihr die schreckliche Nachricht. Sie hatten das Mädchen schon bestattet. Schatten und dann? Und dann? Danach? Wegen der Komplikationen bei der Geburt konnte Dana keine Kinder mehr bekommen. Darum blieb sie noch ein paar Monate länger im Sanatorium. Sie war am Boden zerstört. So hat sie die Pogrome überlebt. Ja, aber sie war noch nicht in Sicherheit. Rein Schatten? Warum haben die braunen Schatten Dana nicht verfolgt? Sie waren damals in Ostertal an der Macht, nicht wahr? Oh, das hätten sie irgendwann, glauben Sie mir. Aber? Was ist danach geschehen? Dana hat alles verloren. Ihre Eltern, ihr Baby, Leon. Sie hätte wohl aufgegeben, wenn ich an jenem Tag nicht da gewesen wäre. Aber ich musste nach London. Damals wurde ich fast jedes Jahr zu allen möglichen Kunstveranstaltungen eingeladen. So konnte ich dem britischen Geheimdienst Bericht erstatten, ohne den Verdacht der braunen Schatten zu erwecken. Also nahm ich Dana mit, um sie vor ihnen zu retten. Ich danke für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo da. Tschüss zusammen.